Und herzlich willkommen. Hier ist die Jacqueline von Jackies Kreativlabor. Was machen wir basteln? Mit meiner absoluten Lieblingsfarbe Magenta Rot. Die neue In-Color-Farbe 2020 bis 2022. Und zwar. Ich liebe diese Zicken. Wir arbeiten mit dem Stempelset Nichts zu meckern. Ja, ich finde das toll. Da kann man echt so schöne Sachen machen. Und ja, wir machen heute eine Tortenverpackung, weil dieser Spruch, ich hatte einen Kuchen für dich, aber habe ihn gegessen, schreit so förmlich nach so einer hübschen Box. Was wir sonst noch brauchen, zeige ich euch gleich. Ich mache das nur mal schnell auf. Das ist so mein erstes... Da ist so ein paar schöne Pralinchen drin, sofort Motivation. Und dann ist hier drin dieser Spruch. Das ist so die Probebox. Wir machen die heute ein bisschen anders. Also wir verwenden noch das Designerpapier von den In-Color-Farben. Das kommt noch hier rum. Wir werden innen drin das noch ein bisschen schöner gestalten. Hier haben wir die Stanze Allerliebste Anhänger. Die verwende ich hier dabei für diesen Spruch. Zum Geburtstag für Glück und mehr. Dafür brauchen wir die. Wir brauchen ein bisschen Klimbim, ein bisschen Glitzisteinchen, Schleifchen. Wir stempeln in der neuen In-Color-Farbe Abendblau. Ich finde, die passt mega toll zu diesem Magenta-Rot. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Provisorisch, Dauerwerbesendung wegen Markenwendung. Schön, dass du dabei bist und da freue ich mich ganz toll. Wir starten. Und zwar schneiden wir uns erstmal unseren Farbkarton zu, der die Maße hat von 17 x 29 cm. Ich habe hier meinen Papierschneider, den werde ich auch noch behalten. Gibt es allerdings auch in tollen von Stampin' Up. Ich habe sogar festgestellt, dass der günstiger ist und auch die Messer sind im Nachkaufen günstiger wie der von Fiskars. Wobei der ist toll und ich finde den prima und sollte jemand aber einen brauchen, ja, schreibt mich an oder geht auf stampinup.de, registriert euch kurz, braucht dort Kreditkarte oder ja. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich als Demonstratorin wählt, sonst funktioniert das Ganze nämlich nicht. Also wenn ihr direkt bei stampinup bestellt, dann müsst ihr einen Demonstrator wählen und da würde ich mich sehr freuen, wenn das ich wäre. So, wir schneiden unser Papier auf 29 cm. Ist nur so ein Bibel übrig, aber das ist nun mal so. Und 17 cm. Also das Maß habe ich mir so ausgetüftelt, dass ihr mit dem A4-Karton hinkommt. Und hier könnt ihr nachher noch wunderbar die Stanzteile draus machen, die wir dann brauchen. Ich habe jetzt noch so verschiedene Stanzen gehabt. Also wir brauchen so ein bisschen Blätterchen und so ein bisschen Blümchen und so Gedöns halt. Dafür funktioniert das ganz gut und den Rest hebt ihr euch auch für was anderes. So, dann tun wir bitte die Schneideklinge raus, weil das vergesse ich manchmal. Und dann schneidet euch euer schönes Papier kaputt. Macht die Falzklinge rein. Wir falzen auf der kurzen Seite bei 5 cm und bei 12 cm. Zack. Und dann falzen wir nochmal auf der langen Seite bei, mein Tisch ist zu klein, bei 5, bei 12, bei 17 und bei 24. So, alle Maße schreibe ich euch natürlich unten in die Infobox. So. Und dann haben wir das jetzt so wunderschön gestanzt. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Was wir jetzt noch machen, das müsst ihr nicht, aber für mich ist es definitiv einfacher. Ich werde hier nochmal jeweils bei 2,5 auf jeder Seite falzen. Das sind für mich einfach nur Markierungslinien, weil wir hier nachher diese kleinen Kästchen nur halb brauchen. Praktisch, dass dann unsere Klebelaschen wären. Deswegen falze ich mir die kurze Seite jeweils nochmal bei 2,5. Genau, bei 3, das ist wurscht, aber halt so unsere Klebelasche. Das ziehe ich mir nochmal durch. Und dann könnten wir auch schon den
Papierschneider weglegen, weil mein Designerpapier, was wir drumherum kleben, habe ich mir schon vorgeschnitten und vorgestanzt, sonst würde das ja einfach zu lange dauern. So, wir nehmen unser Papierfalter und falten bitte einmal alle Linien nach, die außer diese zweieinhalb, das ist nur unsere Schneidelinie. Das könnte heute ein bisschen länger dauern, ihr Lieben. Aber ich nutze die Zeit. Unser Zwerg ist heute mit seinem Kumpel im Schwimmbad. Es ist 33 Grad draußen und das optimale Bastelwetter. Ja, heute läuft mal keine Waschmaschine. So, jetzt haben wir uns das so gefalten und jetzt haben wir hier so kleine, diese kleinen. Also wir schneiden raus außen und in der Mitte. Das sind diese kleinen Kästchen. Da schneiden wir uns jetzt, die brauchen wir nur zur Hälfte. Das sind unsere Klebelaschen. Das heißt, was wir jetzt zuerst machen, wir haben gefalzt und wir schneiden jetzt bitte alle waagerechten Linien bis zur ersten Falz ein. Ja, praktisch. Bis zu der Falz immer einschneiden. Bis zu dieser Längsfalz, da schneiden wir uns ein. Habe ich das jetzt so erklärt, dass wir es verstehen? Ja. Ich habe meine Schere vergessen. So. Wir schneiden das jetzt erstmal auf jeder Seite. Bis zur Falz ein. Es dauert wahrscheinlich heute wirklich etwas länger, aber wir haben Zeit. Das ist doch schön, wenn man mal die Zeit zum Basteln hat. Und es ist sogar noch hell heute. So. Wir haben alles eingeschnitten. Und jetzt haben wir ja hier diese kleinen, ne? Also außen, Mitte, außen. Und da schneiden wir bitte an der 2,5 Markierung, wo wir uns nochmal die 2,5 cm Markierung gemacht haben. Ihr müsst das nicht machen, aber ich fand es halt einfacher. So, das schneiden wir ab und da das unsere Klebelaschen sind, müssen wir die auch noch ein bisschen anschrägen. Na, das sieht jetzt so aus und diese kleinen Dingerchens, die schrägen wir uns jetzt noch an, das sind unsere Klebelaschen. So, die kleinen Teilchen, die können wir uns nachher noch aufheben, da kann man vielleicht noch ein bisschen was draus stanzen. Das entscheidet ihr selber. Ob ihr euch dann noch ein paar Blüten ausstanzen wollt, gibt es ja auch von Stampin' Up so süße kleine na, sag fix. Blütenstanzen, die werde ich mir noch zulegen, weil ich das schön finde, dass ich da nicht immer so Big Shot rausholen muss. So. Ich schiebe sie erstmal weg. Ja, zack. So sollte das bei euch jetzt aussehen, im Idealfall. Sieht jetzt so aus. Und jetzt müssen wir uns einfach jetzt die Kartons zusammenfalten. Das heißt, an einer Seite brauchen wir noch praktisch, wenn wir das jetzt hier mal sehen, diese Rundung hier. Und ich habe da jetzt noch so eine Stanze von mir zu Hause, also nicht von Stampin' Up, da müsst ihr mal gucken, was ihr da habt. Das ist jetzt nicht unbedingt notwendig, aber man kann dadurch die Box leichter öffnen. Das heißt, ich habe hier jetzt noch so ein halbes Loch reingemacht, damit man die Box besser öffnen kann. Und jetzt kleben wir uns diese Box hier so hübsch zusammen. Praktisch, das ist der erste Karton und das wird unser Deckel und den kleben wir auch nochmal zusammen. Ihr könnt da jetzt Flüssigkleber nehmen oder ihr nehmt Abreißklebeband. Ich habe in dem Fall tatsächlich Abreißklebeband genommen. Oh, weil das jetzt einfach irgendwie besser ging. Also an diesen kleinen Dingern hier außen Abreißklebeband. Das ist jetzt ein bisschen Fummelei. Ich spule jetzt nicht vor, da müssen wir jetzt durch. Amateurvideo. Ich zeige es euch vom Anfang bis zum Ende. Wenn ihr das nicht sehen wollt, spult vor. Aber ich bastle für Anfänger. Und wenn ihr fortgeschritten seid, spult das Video einfach ein Stück vor. Und dann ist alles schick. So. So. Ja, das ist immer ein bisschen nervig hier. Aber. Ja. Nicht aber. Ich fand es jetzt in dem Falle, habe ich jetzt keine Lust, da ewig
bei dem Flüssigkleber da jetzt immer so rumzueiern. Ja. Das erzähle ich euch heute. Ja, die Sache mit Stampin' Up habe ich ja euch schon mal erklärt. Ich probiere jetzt einfach, was es mal wird. Die haben ja immer so mega schöne Sachen. Also tatsächlich, ich kann mich immer so schlecht entscheiden. Ich habe aber schon die nächste Bestellung aufgegeben. Werde ich euch dann zeigen, sobald sie da ist. Und dann schauen wir mal. So, jetzt habe ich überall dieses Abreißklebeband. Und dann nehmt ihr euch euren Aufhebhelfer oder irgendwas, was ihr habt. Und zieht euch erst einmal dieses ganze Gedöns hier ab. Es geht, also wenn man lange Fingernägel hat, geht das mit so einem Ding hier tatsächlich irgendwie besser. Das ist jetzt hier natürlich der Vorführeffekt hier. Ne? So. Hier kann man mal, also es ist eine Box, um irgendeine Kleinigkeit zu verschenken. Selbst könnte man auch als, ja, um Geld zu verschenken, funktioniert das genauso gut. Könnte man vielleicht noch zusätzlich zu den Schokikugeln machen. Ich hatte jetzt die vorhin nur zu Hause und dachte mir so zum Vorführen, machen wir mal ein paar Pralinenkügelchen rein. Geil ist natürlich, wenn man jetzt noch in dieser Farbe so irgendwas dazu packen könnte, ja. Und dann vielleicht einen Geldschein irgendwie drunter. So, wir haben jetzt hier, ich habe erstmal jetzt nur hier unten das Klebeband zusammen. Und jetzt, wie wir unseren Karton so zusammensetzen. Klebelasche nach innen und das dann einfach hier drauf setzen. So. Dasselbe kleben wir jetzt hier unten zusammen. Und dann das noch. Diese Querfalz, die wir jetzt hier noch sehen von unserer 2,5-Linie, sieht man die hier so ein bisschen? Die sehen wir gleich nicht mehr. Da kleben wir nämlich unser hübsches Designerpapier drüber. So, jetzt gehe ich hier mit meinem Papierfalzer noch mal so ein bisschen, oder Falzbein, noch mal hier so ein bisschen lang. Wenn er so ein Falzbein braucht, sagt mir einfach Bescheid, schreibt mir eine E-Mail. Wenn ihr was braucht, selbst wenn ihr bei Stampin' Up nicht direkt bestellen wollt, schreibt mir eine E-Mail mit den Artikelnummern oder wenn ihr einen Katalog wollt. Katalog wird 5 Euro kosten. Wenn ihr aber was bei mir bestellt, schreibe ich euch das natürlich gut. Dann verrechne ich den mit. Dann bezahlt er den nicht, weil den kriegen wir auch nicht von Stampin' Up geschenkt. Den dürfen wir auch bezahlen. Und ja, wie gesagt, schreibt mich an, wenn ihr was wollt. Meine E-Mail ist in der Infobox unten drinne. Schackis-kreativlabor@web.de. Schacki, wie man es spricht. Wo habe ich denn mein Schutzschild? So, jetzt kleben wir schon unser Deckel zusammen. Also den unteren Karton haben wir. Und das ist jetzt hier oben einfach nur noch das gleiche Prinzip. Vielleicht ein kleines bisschen größer den Abstand lassen zur Falz, dass wir den Deckel nachher gut drüber kriegen. Also so minimal. Nochmal. So. Und jetzt haben wir unser Kartönchen ist schon fertig. Seht ihr, den können wir jetzt hier einfach nochmal so zuklappen. Was ich jetzt vergessen habe, was ich eigentlich machen wollte, ich wollte hier das noch anrunden mit einem Eckenabrunder. Verdammt. Ist jetzt nicht schlimm. Das könnte man noch tun. Man könnte vorher noch diese Ecke hier mit einem Eckenabrunder machen. Ich habe jetzt nur den von meinem Punchboard da. Und da werde ich wahrscheinlich... Doch. Das geht. Irgendwie. Funktioniert. Ah, ich finde, das sieht irgendwie schöner aus. Deswegen tue ich das auch so. So, guck mal, irgendwie sieht das jetzt einfach stimmiger aus, ja? Wenn man das so ein bisschen abrundet. Das ist jetzt nicht unbedingt notwendig, aber ich finde es schön. So, und demzufolge müssen wir jetzt unser eines Designerpapier, was wir da noch drum rumkleben, auf einer Seite nochmal abstanzen, dass das dann praktisch jetzt hier dieselbe Rundung hat, ja? So, jetzt muss ich gucken, welches machen wir hier. Die Seite. So, dann können wir das Ding weglegen. So, wir gehen schon ans Dekorieren, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir machen es innen erstmal fertig.
Und zwar habe ich mir Kreise ausgestanzt aus diesem wunderschönen In-Color, wie nennt sich es nochmal? In-Color, neuen In-Color-Farben, dieses Designerpapier. Da sind ganz viele, wartet mal, finde ich jetzt mal auf der Schnelle, ja, in meinem Dings hier. Da sind alle fünf neuen In-Color-Farben drin. Na, das ist 15,2 x 15,2 cm oder 6 x 6 Inch. Und da sind Farben drin in Hummelgelb, Aventurin, Zimtbraun, meine absolute Zweitlieblingsfarbe, Abendblau und natürlich Magenta-Rot. Da habt ihr verschiedene Designs auf Vorder- und Rückseite. Ich habe mich jetzt für die mit den, gibt es auch wunderschön mit Schrift, die gefällt mir auch gut. Aber ich dachte, für die Box finde ich die jetzt einfach niedlicher. Da könnt ihr das natürlich frei entscheiden, welche ihr dann nehmen wollt. So, nur das nochmal kurz am Rande. Artikelnummern schreibe ich euch alle unten in die Infobox. So, und da habe ich mir jetzt einen Kreis ausgestanzt. Der hätte, ich glaube, 5 cm. Was habe ich denn jetzt hier für ein blödes Lineal? Okay. Ohne Moment, ihr Lieben. Genau, der hat jetzt 5 cm und dann habe ich mir noch mit einer Stanze, die hat jetzt 3,8 cm, soweit ich weiß, genau 3,8 cm, noch einen kleineren Kreis ausgestanzt. Da stempeln wir jetzt unseren Spruch drauf. Ihr seht, ich hatte das vorher ganz einfach nur so. Also so ohne was, habe das ein bisschen mit Abendblau geinkt. Ich wollte das jetzt aber so machen, weil ich das eigentlich total cool finde, wenn wir das so machen. Dann findet sich das von außen nach innen wieder. So, das stempeln wir jetzt erst einmal fix, schnelle, mit unserer In-Color-Farbe Abendblau. Ich bin natürlich top vorbereitet und habe natürlich keinen Stempelblock hier. Jetzt haben wir den da. So, aus unserem Stempelset nichts zu meckern, was ich mega geil finde. Ich zeige euch gleich noch, was ich damit noch gemacht habe. Da kommt auch noch ein Video. Die Idee habe ich von einer englischen Demonstratorin. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Name ist. Habe ich nur durch Zufall gefunden und dachte, oh, das ist schön, das will ich haben. So, ich hatte einen Kuchen für dich. Ein bisschen Farbe, mehr ist nicht notwendig. Und in die Mitte. Jetzt habe ich mir natürlich mein Tuch hier vergessen. Ah, mache ich gleich sauber. Und dann habe ich ihn aber schon. Ach nee, das war Bravo, nichts zu meckern. Moment. Aber habe ihn gegessen hier. So. Das kleben wir uns jetzt auch hier so auf den Block. Ein bisschen Farbe drauf. Und abstempeln. Die sind so zart, die Stempel. Das ist wirklich wie, du stempelst wie auf Watte. Mega toll. Und sowas von, ach klar, ich bin echt von den Stempeln mega begeistert. Das muss ich wirklich sagen. Da verschmiert nicht, da wischt nicht. Da weiß ich nicht. Super, schön. Klare, schöne Schrift und tolle Stempelabdrücke. Das kann ich immer wieder nur sagen. Es ist kein Vergleich mit den ganzen Stempeln, die ich zu Hause habe. Deswegen hatte ich eigentlich mich bei Stampin' Up umgeschaut, weil ich irgendwas gesucht habe, weil ich mir jedes Mal meine Karten versaue mit diesen Stempeln und das hat mich einfach genervt, ja. Und so ist das halt gekommen. Ich wollte nur Stempel, was soll ich denn sagen? Die haben so viele tolle Sachen. So, jetzt klebe ich das einfach hier so drauf. Gehe nochmal von hinten, drücke nochmal so ein bisschen dagegen. Und ihr seht, das ist so eine günstige Stanze, die ich noch zu Hause habe, weil ich keine Kreisstanze habe. Könnt ihr das sehen? Wie das hier ausfranst, hier überall fransen, da musste ich schon mit der Schere nachschneiden. Das hast du bei diesen Dingern null. Null. Und die waren noch nicht alt. Das kann ich euch sagen. So. Jetzt kleben wir das zweite auf. Ich fand das jetzt halt einfach so schöner mit dem Hintergrund und das ist irgendwie hübsch. So. Ich hatte einen Kuchen für dich, werde ich jetzt hier nach oben kleben und aber habe ihn gegessen nach unten, weil da lege ich dann das Pralinentütchen drauf. So, das hätten wir auch, wenn ich clever gewesen wäre, hätten wir das auch vorher schon drauf kleben können. Haben wir aber nicht. Aber es geht. Dann nehmen wir mal hier unseren Kleber und drücken das fest. Ja, also ich finde, es ist wesentlich hübscher wie die erste Variante, da habe ich es nicht drin.
Da habe ich das nur mit diesem Armblau geinkt, sozusagen. Ja, im Vergleich. Also, ihr werdet sehen, was euch besser gefällt. Es ist ja eure Entscheidung, was ihr da machen wollt. Wenn ihr das so machen wollt. Oder wenn ihr gerade nichts anderes da habt, dann ist es auch gut. Ich finde halt nur dieses nichts zum Meckern halt so mega geil, ne? So. Das tun wir jetzt hier unten rein. Ja, ich hätte es vorher machen sollen, aber wozu doch so ein Kleber gut ist. So, und dann sieht das jetzt so aus, ne? Ich hatte einen Kuchen für dich, aber habe ihn gegessen. So, da jetzt ein bisschen was noch dazu, da legen wir nachher das Tütchen oben drauf. So, das ist jetzt unser Innenleben, damit sind wir fertig. Ich würde sagen, wir bekleben uns jetzt unsere Seiten. Da müssen wir jetzt nur schauen, dass wir uns... Oh mein Gott, auf meinem Tisch, geil. Müssen wir jetzt nur gucken, wo wir unsere Ecken abgerundet haben, dass wir die richtige Seite nehmen. Ja, es ist zu viel Kleber, merke ich jetzt schon. Oh, machen wir noch ein bisschen. Weil es eh schon so viel ist, machen wir noch ein bisschen. So, kleben uns das hier auf die Seite. Ich habe ein Papier zu wenig. Für die Rückseite habe ich nichts. Hm. Kann man jetzt machen, muss man aber nicht. So, die Papiere haben ein Maß. Lasst mich mal schnell erinnern. Ich habe mir das hier irgendwo aufgeschrieben, das kann man sich ja nicht alles merken. Von 6,5 x 4,5. Die bräuchtet ihr dann jetzt rein theoretischerweise viermal. Ich habe es nur dreimal gemacht. Ja, seht ihr, das ist jetzt wirklich schöner mit dieser Rundung. Ich finde es hübsch. So, jetzt haben wir hier noch ein Papier und hier sollten wir uns natürlich jetzt auch noch so ein bisschen sowas wie eine... Hier müssen wir stanzen. Dann nehme ich das erstmal für hinten. Weil hier vorne, wo wir das Löchlein ausgestanzt haben, da müssen wir auch noch mal stanzen. Das werde ich dann tun, wenn ich das aufgeklebt habe. Dann ist das einfach stimmiger. So. Jetzt schneide ich mir noch mal schnell so ein Papierchen zurecht. Habe ich noch so ein schönes Reststück noch? Natürlich nicht, ich habe schon alles verwertet. Das macht nichts. So, was hatte ich gesagt? 6,5 mal 4,5. Da schneide ich mir natürlich erstmal die 4,5. Ich sollte vielleicht mal mein Messerchen hier reinnehmen. Oh, ist das ein Chaos auf meinem Tisch? Herrlich. Und 6,5. Zack. Ich mache mal kurz einen Kleber zu, wa? So. Ein Chaos auf meinem Tisch. Wunderbar. So. Jetzt würde ich das erstmal hier so aufkleben. Ich hätte es natürlich vorher machen müssen, aber ich denke, ich klebe es auf. Und ich komme ja mit der kleinen Stanze wieder wunderbar hin. So. Wenn ihr wolltet, könntet ihr die Innenseiten auch noch bekleben, aber ja, nö, ich wollte es nicht. Das ist jetzt eure Entscheidung, wie ihr das jetzt machen wollt, das ist egal. So gehen wir natürlich nochmal alle Seiten schön. Hier geht es nicht, ich mache jetzt noch ein bisschen die Rückseite, so. Jetzt nehmen wir unsere Stanze und gucken jetzt mal schnell, dass wir noch mal so dieses idealerweise das gleiche Löchlein finden. Und stanzen uns das noch mal schick. Ja, das passt. So, haben wir es. So, jetzt haben wir unser Kartönchen schon beklebt. Das sieht jetzt schon so mega schön aus. Ja, wirkt jetzt auch wesentlich stabiler mit dem Designerpapier drumherum. Mir gefällt es gut. So, jetzt habe ich mir ein Rechteck ausgestanzt. Und zwar ist der 6,5 x 6,5 cm. Und da stanze ich mir drauf. Was habe ich denn hier? Und hier habe ich die Zicke, die so... Ach, die finde ich hübsch. Aber... Ich würde sagen, wir machen jetzt mal das Zicklein mit der Blume im Mund. So, wir brauchen eine Unterlage.
weil wir die nicht ganz drauf kriegen. Oh, ist die süß. So, wir nehmen Abendblau. Ja, geile Farbe. Guck mal, schon ist da Farbe drauf. Das ist geil. Mir fehlen die Worte. So. Und jetzt stempeln wir uns die so ein bisschen rechtsbündig, weil wir auf der anderen Seite noch so ein bisschen hier Schneckefitzchen drauf machen wollen. So. Dann tun wir das mal. Da. Geil. Guckt euch das an. Oh, ist die Zicke so geil. So, da würde ich jetzt die Blume. Vielleicht habt ihr ja diese Stamping Blends oder wie die heißen, diese Stifte in dieser Farbe, habe ich nicht. Ich habe jetzt einfach andere Stifte, die ich da habe, die ich auch noch nutzen werde. Da male ich jetzt hier so ein bisschen das Blümchen pink, damit wir so ein bisschen eine Verbindung haben. So, okay. Das ist schon mal schön. Oh, ist die Zicke geil. Ja, ich finde sie schön. So, wie sieht es aus auf meinem Tisch? Leute, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. So, jetzt habe ich ja hier so das Schleifchen und das klebe ich mir jetzt hier erstmal so ein bisschen mit so einem, das kann man mit Abreißklebeband machen. Das will ich hier so draufkleben, weil das soll dann hier draufkommen und dann will ich das so, wisst ihr, was ich meine? Jo. Das heißt, ich werde mir tatsächlich ein bisschen Abreißklebeband nehmen, wenn ich es denn finde. Ja. Boah, was ist das hier los? So. Das machen wir jetzt hier mal so ganz wild. Sieht gut aus. Dann ziehen wir das mal hier so ab. Wenn ihr so das Gefühl habt, das guckt hier so ein bisschen raus, schiebt es einfach ein bisschen in die Mitte, das geht noch. Abreißklebeband ist echt der Hammer. So. Wartet mal, die Schleife muss da, also brauche ich es hier etwas länger. So, ich hoffe, die Schleife ist jetzt nicht zu kurz. Wir setzen uns die jetzt so ein bisschen auf, da wo wir sie hinhaben wollen und kleben uns das auf. Also ich klebe das auch mit Kleber, nicht mit Dimensionals oder sonst irgendwas, sondern ich klebe das mit Kleber auf. So. Die ist jetzt einen halben Zentimeter kleiner, wie die Box an sich ist. Also entweder habt ihr so eine schöne Stanze, so eine, wie nennt sich die, bestickte Rechtecke. Ja, ist schon gut, wenn man so ein bisschen Kleber hat. So. Will ich da vorne nicht so richtig kleben. Hier werde ich noch ein bisschen, natürlich jetzt der Vorführeffekt. Hier müssen wir noch mal ein bisschen nachjustieren mit Klöber. So, das sollte halten. So, das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. So, und bevor wir das jetzt das Schleifchen binden, wollen wir jetzt hier noch so ein bisschen Gedöns dran machen. Ich habe jetzt die Stanzform genommen, die ich noch zu Hause habe. Da gibt es von Stampin' Up! Schöne ewiges Grün oder ewige Zweige oder irgendwie sowas. Ich schreibe euch noch was drunter, was ihr da nehmen könnt. Oder was ihr zu Hause habt. Das ist ja wirklich, ja, man muss ja jetzt nicht alles wegtun. Hier ging es mir halt hauptsächlich um die Stempel, weil ich die so toll finde. Ich nehme Mini-Klebepunkte Glue Dots. Mega geil, das Zeug. Da setze ich mir jetzt hier mal so zwei drauf. Hier an meinem Fingernagel festkleben. So gut kleben die. Guckt euch das an. So. Menschenskinger. Jetzt nochmal. Wo ich jetzt die Zweige so drauf klebe, dass die mir jetzt nicht so runterfallen. Die fixiere ich praktisch. Es ist zu warm für die Teile. Es ist zu warm. So, wir versuchen es noch einmal. Mini-Klebepunkte oder Glue Dots. So. Kommst du jetzt so? Das gibt es doch nicht jetzt.
Scheint wirklich zu warm zu sein hier. Ey, ich schwör's euch, Leute, die gehen, Mädels, die gehen wirklich sonst mega cool. Ich vermute nur, dass die wahrscheinlich so warm sind, dass die jetzt immer hier bei mir dran kleben. Das ist natürlich der Vorführeffekt. Die ganze Zeit geht's gut. So, dann drehst du ein Video und dann wollen die nicht. Jetzt. Zack. Zack. So. Ihr habt verloren, ich habe es geschafft. So, und jetzt klebt ihr euch hier so ein bisschen dran, wie ihr das für euch richtig haltet. Das ist so, ich denke, es ist jedem so seine Sache, wie er es schön findet. Ich mache das so ein bisschen, noch was Weißes dazwischen. Das lockert das Ganze so ein bisschen auf. So, dass wir unser hübsches Zicklein noch finden. Und dann klebe ich mir auch die Blüte schon auf, weil die soll dann nachher ein bisschen unter der Schleife versteckt sein. Und das versteckt auch hier so ein bisschen die, die Stielchen. So, jetzt mache ich hier mir eine Schleife und ich ahne es jetzt schon, dass das nichts wird, weil immer wenn ich live vor der Kamera binde. Ich sage nur mein Fauxpas das letzte Mal, ein simpler Knoten auf unserer Männerkarte mit diesem Hemd. Ihr könnt euch erinnern, ich dachte mir, das kann nicht sein. So ein popeliger Knoten hat mich 5 Minuten gekostet von diesem Video. So. Zack. Ja, es geht schöner, aber es ist nicht schlecht. Wartet mal, ich mache die mal auf Kopf. Das habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Dass immer, wenn ich die auf Kopf mache, warum auch immer, ich kann euch das nicht sagen, fallen die schöner. Ja, guck. So. Hübsch. Ich würde sagen, ich fummel jetzt hier auch nicht weiter rum. Es macht keinen Sinn. Wir lassen es so. Jo, Schere. Wir schneiden es jetzt einfach mal hübsch. So, wenn ihr noch hübsche Glitzersteine habt, ich habe davon ewig viel, dann suchen wir sie jetzt raus und ich nehme die größten, die ich finde. So. So. Wenn wir jetzt noch welche in Pink haben, die habe ich auch. Geht das immer. Und? Voilà. Ja, ich finde es cool. Pink und Glitzer, es gibt nichts Schöneres. Die Schleife ist jetzt verbesserungswürdig. Ich vermute, ich mache die nochmal auf und werde sie schöner machen. So, die Füllung habe ich einfach in Zellophantütchen genommen, habe meine Kugeln reingemacht. Dann habe ich den Spruch Sofortmotivation. Hier habe ich wirklich nur einen Streifen geschnitten. Hier vorne ein Löchlein rein, Fähnchen geschnitten und draufgestempelt und zugebunden. Und das war's. Was ich jetzt natürlich hier vergessen habe, ihr Lieben, mein Spruch, der muss dran. Das machen wir jetzt. Und zwar nehmen wir unsere hübsche Stanze. Ich habe Streifen 1,9 cm. Den tue ich mir jetzt eine Seite hier, weil da muss das Löchlein rein. Und die andere Seite kürze ich mir jetzt ein. Wahrscheinlich lass mich erstmal stempeln. Wir nehmen nochmal unser Abendblau. Hätte ich den fast den Spruch unterschlagen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, könnt ihr euch lesen. So, jetzt gucken wir, dass wir es irgendwie halbwegs gerade kriechen, wa? So, wenn wir das so dranhängen, muss ich es auch so stempeln. Ja. Ich weiß nicht, ich gucke mir die andere Seite noch mal an. Vielleicht kriege ich es auf der anderen Seite schöner. So, ein bisschen weg.
Nö. Gut, wir bleiben bei der. Das ist egal. Es ist jetzt nicht weiter schlimm. Ich lasse das jetzt mal so durchgehen, dass jetzt das Video nicht zu lang wird. Ja. Jetzt schneide ich mir hier ein kleines Stück ab und gehe mit dem kleinen Stück nochmal in die andere Seite, die so ein bisschen richte mir das aus. So. Da können wir noch einmal machen. Ist mir noch ein bisschen zu viel Abstand, ihr Lieben. Da können wir noch ein Stück wegstanzen. Ja, je kürzer das wird, umso fummeliger wird das. Ihr werdet das noch feststellen. Komm raus! Komm raus! Ja, das ist okay. Man könnte jetzt noch ein Stück länger. Ich vermute nur, dass ich da nicht mehr gehalten kriege, wa? Trotzdem, es geht noch. Doch, es geht. Wir versuchen unser Glück. Man könnte sich das jetzt auch verlängern, indem man da jetzt mit Washi-Tape so eine Verlängerung dran kleistert. Jetzt kommt es nicht mehr raus. Ah! Da! Ja, so geht's durch. So geht's durch. So. Was lange wird, wird ewig gut. Jetzt mache ich mir hier so ein Löchlein rein. Das ist hier so eine Lochzange, die gibt es eigentlich überall, so im Bastelladen oder so. Ich bin mutig und mache mein Schleifchen nochmal auf. Ich bereue es jetzt schon. Aber ich hatte das Schleifchen hier mit, also diesen Tag hatte ich hier mit an der Schleife dran und das möchte ich auch so haben, weil ich das gut fand. So. Wir wurschteln uns das hier durch. Na guck, geht doch alles. So. Und machen uns einfach so die Schleife nochmal. Wer muss denn hinkriegen, ne? Ja, komm. Es hätte schlimmer sein können, ne? Es hätte schlimmer sein können. Das passt. Jetzt sehen wir unsere hübschen großen Glitzersteine überhaupt nicht mehr. So. Ach, das geht. Ich würde jetzt vielleicht das Band ein bisschen kürzen. So. Tag, jetzt sehen wir einen Glitzistein noch. Dann kann unsere Praline da dazu, die da wäre, reinpasst. So sieht sie aus. So. Das muss ich euch jetzt nicht zeigen, wie man das ins Stütchen packt. Ja. Das war jetzt ein bisschen länger. Es tut mir leid, aber es war wahrscheinlich ein Chaos-Video hoch 10. Mein Tisch sieht aus. Ich hoffe, ihr habt es verstanden und es sieht so halbwegs. Und ihr könnt so halbwegs nachbasteln. Ich werde alle Informationen in die Infobox unten reinschreiben, also alle Maße, alles, was ihr braucht, alle Artikelnummern für die wichtigsten Dinge. Ja. Dann danke ich euch, ihr Lieben, fürs Zuschauen. Habt viel Spaß und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.